Herzlich willkommen zu 5 weiteren Tipps auf unserem Gustav Krumme YouTube-Channel. Heute möchten wir euch zeigen, wie wir Körner in Teigen richtig einsetzen. Zum Beispiel ein Körnerbrot, Körnergebäck. Auf jeden Fall, was macht man, wenn man Körner, Haferflocken, Buchweizenkörner, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, ganz egal, in Rezepten einsetzen möchte? Und so kommen wir auch relativ zügig schon zum ersten Punkt, und der wäre, die Wassermenge beachten. Das heißt, wenn man Körner einsetzt, wenn wir da jetzt mal reinschauen, wir haben da zum Beispiel also eine Mischung mit Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, ein paar andere Sachen. Und es gibt eben Körner wie die Flohsamenschalen oder Saaten, die Flohsamenschalen oder die Leinsamen, die eben sehr einen starken Schleim bilden und dadurch der Teig viel mehr Wasser aufnehmen kann, was unser Gebäck saftiger macht. Aber man muss auch berechnen, dass man im Rezept dann die Wassermenge erhöht. Insofern der erste Punkt, die Wassermenge erhöhen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Rezept von uns habt, wo da steht, ja, man hat jetzt ein Quellstück, Leinsamen, Wasser, dann könnt ihr natürlich genau dieses Rezept folgen oder sei es ein anderes Rezept, wo diese Körner schon mit einberechnet sind. Was ich damit meine ist, wenn ihr zu Hause ein Rezept habt, zum Beispiel, ich habe so wunderbare Weizen-Vollkorn-Baguettes, möchte da zusätzlich nur ein paar Leinsamen reinbringen, dann muss man beachten mit dem Zugeben von den Leinsamen, dass zusätzlich mehr Wasser hinzukommt. Vor allem bei Leinsamen und Flohsamen. Das wäre einmal der eine Punkt, die Wassermenge wird erhöht, weil das macht unser Gebäck ja saftiger, das wollen wir haben, man muss es nur bedenken. Punkt 2, ganz wichtig, wir haben jetzt geht es um die Wassertemperatur, es geht um Quellstück, Brühstück oder Kochstück. Und wer diese Begriffe schon mal gehört hat, der oder schon mal damit gearbeitet hat, der weiß, es geht da um die unterschiedliche Wassertemperatur. Fangen wir einfach mal mit einem Quellstück an. Ein Quellstück wäre Saaten wie die Leinsamen oder Kerne wie die Sonnenblumenkerne einfach mit kaltem Wasser quellen zu lassen. Das bindet natürlich Wasser, es entsteht dieser Leinsamen-Schleim und dann kann man das für den Teig verwenden. Gut, das Quellstück einfach kaltes Wasser drauf und stehen lassen. Wie funktioniert ein Kochstück? Kochstück zum Beispiel macht man mit Schrot, Roggenschrot, Weizenschrot. Ich habe in dem Fall da jetzt einen Weizenschrot. Man kann ein Kochstück auch mit Vollkornmehl machen oder grundsätzlich kann man es mit allem machen, auch mit einem normalen Mehl, mit einem hellen Mehl. Wir machen es da jetzt vor allem für Schrotbrote oder gröbere eben Getreidebestandteile, die eben länger brauchen und die mehr Hitze brauchen, um das ganze Wasser aufzunehmen. Und was passiert bei einem Kochstück noch? Wenn wir Mehl oder sei es jetzt zum Beispiel Schrot mit Wasser verkochen wie am Pudding, dann wird die ganze Masse dick, weil die Stärke da drin verkleistert. Das heißt, Kochstück macht man vor allem dann, wenn man sehr stärkehaltige Bestandteile hat, wie alle Getreidesachen. Bei einem Sonnenblumenkern ein Kochstück machen bringt nicht recht viel, weil deswegen nicht so viel mehr Wasser reinkommt. Aber vor allem, wenn man jetzt da mit gröberen Getreidebestandteilen wie den Schrot arbeitet, dann ist ein Kochstück super. Und wie macht man das? Mehl oder Schrot mit Wasser vermengt und unter ständiger Hitze, unter ständigem Rühren aufkochen, bis es eine dickflüssige Masse ist. Das wäre das Kochstück. Und jetzt kommen wir zum Brühstück, haben wir da. Und das Brühstück, das liegt da dazwischen. Wir haben Sonnenblumenkerne, Sesam, die nicht unbedingt Hitze oder lange Quellzeit brauchen. Wir haben aber den Leinsamen, der unbedingt eine gute Quellzeit braucht, damit sich dieser Schleim ausbilden kann. Und dann haben wir da noch gemischt Haferflocken und dort ein bisschen Roggenvollkornmehl. Das heißt, da bräuchten wir wieder diese Hitze. Was machen wir da? Wir leeren einfach heißes kochendes Wasser drüber und haben somit so eine Mischung zwischen Kochstück und Quellstück. Ganz kaltes Wasser, die ganze Masse aufkochen und dort ein kochendes Wasser über die Körner drüberlegen. Grundsätzlich kann man mit allem diesen drei Varianten arbeiten. Wichtig ist nur, wenn es darum geht, sehr stärkehaltige Sachen wie Haferflocken, Vollkornmehl oder Schrot zu verwenden, dass man über 70 Grad kommt, weil dann die Stärkeverkleisterung eben passiert, das Wasser gut gebunden werden kann und uns unser Gebäck viel saftiger macht. Quellstück, Brühstück oder Kochstück. Jetzt ist es wichtig zu
beachten bei diesen verschiedenen Varianten, dass man da eben die Wassermenge halbwegs im Griff haben sollte. Bei Quellstücken brauchen wir nicht mehr wie die doppelte Menge an Wasser. Das heißt, wenn wir 100 Gramm Sonnenblumenkerne haben oder Leinsamen, Saat, dann nehmen wir 200 Gramm Wasser. 1:2. Jetzt haben wir beim Kochstück das Verhältnis, weil eben weit mehr Wasser gebunden wird über die verkleisternde Stärke, 1:4. Das heißt 4 Teile Wasser. Wir leeren da jetzt einfach das kalte Wasser auf diesen Weizenschrot drauf und werden den unter ständigen Rühren am Herd vorsichtig aufkochen. Man sieht da jetzt wunderbar, wie diese Masse eingedickt ist, wie ein Pudding. Aufgequollen ist es, die Stärke ist verkleistert, das muss einfach nur abkühlen. Das heißt, wenn man das jetzt in einem Wasserbad zum Beispiel abkühlt, kann man es sofort zum Teigmischen verwenden oder wir lassen es einige Stunden einfach bei Raumtemperatur abkühlen, um es dann eben im Teig verwenden zu können. Aufgekochtes Weizenvollkornmehl oder Weizenvollkornschrot mit Wasser. Und jetzt kommen wir zu unserem Brühstück. Wir haben da eben verschiedene Saaten drin, Sesam, Sonnenblumenkerne, Leinsamen. Was da zusätzlich noch ist, ist etwas ein bisschen Brotgewürz. Gebe ich auch gerne in das Brühstück hinein, weil über das, dass man da heißes Wasser drauf leert, werden die ätherischen Öle vom Brotgewürz schön gleichmäßig verteilt. Und dann haben wir da noch Vollkorn, Mehl und Haferflocken. Und da werden wir jetzt heißes Wasser drüber leeren und das Ganze umrühren. Das Verhältnis beim Brühstück liegt auch zwischen Quellstück und Kochstück. Ein Teil Körner- und Haferflockenmischung mit 3 Teilen Wasser. 1:3. Das heißt, Punkt 2 wäre gewesen die richtige Wassertemperatur. Brauche ich jetzt ein Quellstück, ein Brühstück oder ein Kochstück. Und Punkt 3 ist eben die Quellzeit zu beachten. Quellstück mindestens 3 Stunden. Besser ist es aber, man lässt es einfach über Nacht gut quellen. Kochstück haben eine sehr kurze Quellzeit, weil über das Aufkochen die Stärke schon verkleistert ist. Und somit muss es nur abkühlen. Das heißt, 1-2 Stunden abkühlen lassen. Und dasselbe beim Brühstück. Da geht es auch vor allem um das Abkühlen. Das heißt, mit einigen Stunden Quellzeit ist man da schon gut dabei. Wir kommen nun zu Punkt 4 in unseren 5 Tipps für Körnergebäck und das wäre das vorsichtige Mischen. Man muss sich vorstellen, riesengroße Körner irgendwo herum im Teig, die stören das Klebergerüst. Das heißt, wenn es möglich ist, wenn man genug Wasser im Rezept hat, im normalen Teig, könnte man somit eine Autolyse machen und schauen, dass dieses Klebergerüst sich vorher binden kann. Oder man gibt beim Mischen das Salz später hinzu, weil dadurch das Klebergerüst sich auch besser entwickeln kann. Oder, wenn man jetzt gar nicht so viele Körner hat, nur ein bisschen so ein Quellstück nebenbei, dann mischt man den Teig zu Beginn ohne Körner und erst wenn das Teiggerüst sich ausbildet, gibt man vorsichtig die Körner hinzu. Was möchte ich euch sagen? Vorsichtiges Mischen ist wichtig mit Körnergebäck. Wie man das macht, mit Autolyse, verspäteter Salzzugabe oder die Körner als Ganze später hinzugeben, ist dann ganz egal. Wichtig ist nur, dass man beim Mischen aufpasst und vorsichtig ist, dass man das Klebergerüst nicht kaputt macht. In diesem Fall mischen wir gerade da einen Körnerspitz und da kann ich jetzt keine Autolyse machen, weil im Rezept fast das ganze Wasser im Brühstück drin ist. Dann könnte ich auch jetzt diese verspätete Körnerzugabe nicht machen, weil eben so viel Wasser bei den Körnern dabei ist, das brauche ich zum Mischen. Mir bleibt da nur die verspätete Salzzugabe und wir machen das bei dem Teig, den Teig langsam anmischen, bis das Klebergerüst sich etwas entwickeln kann und dann beim vorsichtigen Kneten das Salz eben später hinzugeben. Ein weiterer wichtiger Punkt für unsere Körner und das gilt auch wieder so wie bei der Wassermenge, jetzt nicht für schon fertige Rezepte, wo Körner drin sind, sondern wenn ihr zu Hause, ich möchte in meinen Semmelteig 200 Gramm Sonnenblumen reingeben. Passt, alles super. Man sollte beachten, dass mit mehr Körnern man ein bisschen mehr Salz braucht. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Semmelteig und da möchte ich zusätzlich nur Leinsamen hinzugeben. Dann mache ich Leinsamen-Semmel. Hört sich nicht nur cool an, sondern ist auch ganz nett. Was hat das mit Salz jetzt zum tun? Wenn wir da jetzt 30% Quellstück dann dazugeben, zusätzlich, da kommt quasi mehr hinzu an Menge, brauche ich deswegen auch mehr
Salz. Und bei diesen 30% Quellstück, was zum Beispiel sein können, 300 Gramm, brauche ich auf diese 30% 1% mehr Salz. Das heißt, auf 300 Gramm mehr Quellstück, was reinkommt, muss ich dann 3 Gramm mehr Salz hinzugeben. Ganz einfach. Von dieser Menge, was hinzukommt, 1% mehr Salz für den Gesamtteig, damit diese ganze Balance nicht aus der Balance kommt. So. Gut, wie lange sind wir schon mit unseren Körnerspitz? Schaut super schön aus. Ich hol's dann gleich. Hier nun Körnergebäck in allen Formen und Varianten. Körner-Ecken, Körner-Spitz, Körner-Baguettes, Körner-Ringe, Körner-Brot, Körner. Auf was passen wir auf? Beim Körnergebäck die 5 wichtigsten Tipps. Punkt 1, die Wassermenge. Wir bekommen vor allem mit Leinsamen, mit Flohsamenschalen, Chiasamen, viel mehr Wasser hinein. Das heißt, Wassermenge erhöhen, auch wenn wir Brühstück oder Kochstück machen, die Wassermenge erhöhen. Dann richtig die Temperatur wählen, Quellstück bei einfach zum Beispiel nur Leinsamen oder Sonnenblumenkerne. Brühstück, wenn wir Sachen wie Haferflocken oder Vollkornmehl oder Schrot dabei haben. Und natürlich Kochstück, auch super, gerade bei Schrot-Sachen. Dann die Quellzeit. Wie lange sollte das Ganze stehen? Beachten. Vorsichtiges Mischen. Wir können eine Autolyse machen, wir können das Salz später hinzugeben oder auch, wenn es jetzt nicht so viele Körner sind und nicht so viel Wasser da drin gebunden ist, am Ende des Mischprozesses die Körner erst hinzugeben und dann die Salzmenge erhöhen. Und das, die Salzmenge erhöhen und die Wassermenge erhöhen, ist wie gesagt dann, wenn man das Rezept selber ummodelliert, wenn man das selber anpasst. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Backen von Körnergebäck. Ich hoffe, diese 5 Tipps haben euch dabei geholfen, das ein bisschen besser zu durchblicken. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen und wünsche euch eben noch viel Spaß mit unserem Grüß den Grummel YouTube-Channel. 5.